Yo Leute, was geht? Flakes hier. Heute werde ich ein geheimes Boxfights-Turnier veranstalten. Aber das ist kein normaler Boxfight, sondern wir haben alle nur mythische Waffen. Das heißt, auch schlechte Spieler können hier andere Gegner einfach one-pumpen und haben auch mal die Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Auch ihr könnt auf dieser Map zocken. Hier unten ist der Mapcode eingeblendet. Kommt gerne drauf, Leute. Und das Krasse ist, wir haben heute auch einen Unreal-Ranked-Spieler mit dabei. Also, es kann krass werden, Leute. Der Erste, der 3 Runden gewinnt, bekommt von mir 1000 V-Bucks. Lasst auf ihren Like da unten ein Abo. Und jetzt, let's go. So, wir starten mit der ersten Runde. Und mal gucken. Ihr seht schon, ich habe jetzt 3 mythische Waffen. Und jeder hat andere mythische Waffen. Das heißt, das Ganze ist fair. Auch wenn gute Spieler am Start sind, haben die vielleicht ein Handicap, weil die schlechte mythische Waffen haben. Und Elite-Tropfen hat mich hier gerade gekillt, damit ich direkt zuschauen kann. Und jetzt geht's hier komplett ab, Leute. Mal gucken, wer in der ersten Runde den Sieg holt. Oh mein Gott, die sind bestimmt alle richtig nervös. Der Erste, der 3 Runden gewinnt, der bekommt 1000 V-Bucks von mir. Oh no. Selim wurde gerade von Elite-Tropfen geholt. Mal gucken, wer alles noch am Leben ist. Elite-Tropfen. Queasy gerade in einem Fight. Oh. Queasy ist ein sehr, sehr guter Spieler. Aber ihr merkt schon. Ah, schade. Wen haben wir noch am Start? Metin. Und Travis. Okay. Das waren alle Spieler. Die anderen sind alle schon in der ersten Runde raus. Und wie gesagt, im Intro habe ich es ja schon erwähnt. Wir haben hier einen Unreal-Spieler mit dabei. Der aber leider schon down ist, Leute. Holy moly, wie hat er den gelasert? Oh, no, 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 no. Wenn er jetzt einen One-Pump hinbekommt, ist Elite-Tropfen direkt down. Die Zone wird immer und immer kleiner. Oh nein, was hat er da gemacht? Er hat richtig gefailt. Und wir haben den ersten Gewinner, den ich mir jetzt direkt aufschreiben würde. Und es ist Elite-Tropfen. Wird direkt aufgeschrieben. Und wir gehen direkt in die nächste Runde. Die nächste Runde ist gestartet. Killt mich, Leute, direkt hier. Und mal gucken. Ah, Santi will mich direkt hier mitnehmen. Der Spider-Man. Ich guck mal, ob wir direkt dem Unreal-Spieler zuschauen können. Da ist er, Leute. Ricky. Sein Rank ist einfach Unreal, Leute. Ihr wisst, wie schwer es ist, diesen Rang zu erreichen. Mal gucken, wie er spielt. Er hat aber richtig schlechte Waffen. Das ist es halt. Er ist zwar Unreal-Spieler, aber hat hier einfach so eine komische Tag, die so schlecht ist. Und deswegen ist diese Boxfight-Map sehr, sehr cool. Auch für Leute, die nicht so krass sind. Er spielt einfach mit einer Trommelgun und mit so einer Tag, die 2 Schüsse auf einmal schießt. Oh. Und er hat ihn gelasert. Er weiß halt ganz genau, dass diese Pump Schmutz ist. Aber sowas von Schmutz. Deswegen lasert er. Jetzt 1 gegen 1. Blautropfen gegen Ricky. Einfach, es gibt einen Blautropfen und einen Elite-Tropfen. Die dürfen wir jetzt nicht verwechseln. Und der hat hier einen OG-Skin am Start. Der Rü-Skin, den sieht man so selten, Leute. Blautropfen hat die bessere Pump, glaube ich, am Start. Sturm wird immer kleiner. Und Ricky holt sich hier die 2. Runde mit nach Hause. GG wird direkt aufgeschrieben. Diesmal habe ich hier die Waffen aus der neuen Season. Sehr, sehr gut. Oben in der Mitte seht ihr den Mapcode. Da könnt ihr gerne einen Screenshot machen, bevor ich jetzt hier gekillt werde von Sandro. Und jetzt gucken wir mal Sandro zu. Dem haben wir noch gar nicht zugeschaut. Ist vom Wildclan aus Systems Community. Aha. Oh, er hat die Minigun am Start, Leute. Er wurde direkt geholt. Was geht hier jetzt ab? Wir müssen den anderen zuschauen, die hier schon einen epischen haben. Queasy, Ricky und Elite-Tropfen. Ist noch irgendjemand am Leben? Alle 3, die schon... Ah doch, hier. Elite-Tropfen ist noch in der Runde. Alle anderen sind down. Okay, dann schauen wir am besten einfach mal Queasy zu, der hier gerade fightet. Und Queasy wurde sogar geholt. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ist Elite-Tropfen noch am Leben? Nein. Wir schauen Princess Celine zu. Ein Mädchen. Mal gucken, was Celine so am Start ist. Mal gucken. Okay. Celine mit der schlechtesten Pump, die man haben kann. Okay, Celine pusht direkt mal. Oh. OG Dogge. Ah, Celine, du hast mich enttäuscht. OG Dogge hier wieder unter den letzten 3. Also ihr merkt schon, hier ist alles offen. Egal, ob man gut ist oder schlecht ist. 1 gegen 1. Luca gegen OG Dogge. Mal gucken, wer jetzt hier den Lucky Hit trifft. OG Dogge hat halt die Tag. Er kann richtig reingehen. Ein Slurp bringt... Nein.
Bro, ein Slurp bringt gar nichts in der Zone. Bro, du stirbst. Das macht Zedertix oder so. Okay, OG Dogge hat richtig verkackt. Ah, OG Dogge hat richtig verkackt. Was macht OG Dogge da? Digga, er hat gerade so verkackt und lebt immer noch. Ah. Oh, und OG Dogge holt auch hier den Sieg. Ich hoffe halt, jetzt jemand holt hier den zweiten Sieg. Sonst dauert hier das Turnier einfach 24 Stunden oder was? Ja, killt mich schön. Let's go. Luca hat mich hier direkt gekillt. Wir gehen jetzt direkt hier jemanden zuschauen. Eines der Sieger. Elite-Tropfen. Nein, wir schauen dem Unreal-Spieler zu. Ich will sehen, was er drauf hat. Insgesamt schon 10 Kills. Holt hier den anderen OG-Skin mit der Drumgun und mit der aufladbaren Pump, Leute. Da drüben ist Elite-Tropfen. Evano hat die Gruppe verlassen. Evano ist raus. Hat wahrscheinlich einen Disconnect gehabt. Ricky hier direkt am Pushen. Es können natürlich jetzt andere reinjoinen, die richtig gut sind. Über den Map-Code. Einfach immer auf die Map kommen. Oh, der ist richtig wide. Er muss mit der Drumgun reingehen. Oh, let's go. Wer holt sich die 1000 V-Bucks mit nach Hause? Oh, das war nice. Mit der aufladbaren Pump getroffen. Dann direkt hinterher gesprayt. Oh, jetzt hat er sich die Havoc gegönnt. Oh mein Gott. Jetzt holt er die Runde, glaube ich. Der hat die beste Pump, die man haben kann. Oh, 165er. Ich sag's euch, Leute. Let's go. Ich hab's euch gesagt. Jetzt muss er sich die Slurpfische gönnen. Am besten eigentlich. Und jetzt... Oh. Holt er sich den zweiten Sieg? Let's go! Der erste Spieler mit dem zweiten Sieg. Holt jetzt Ricky nochmal eine Runde. Hat er das Turnier gewonnen. Ist das hier jetzt vielleicht die letzte Runde? Ich muss gekillt werden. Hallo, kann mich jemand hier killen? Hallo. Ja, jetzt habe ich den voll abgelenkt. So, ist Ricky noch am Leben? Digga, es wird so spannend jetzt. Wir müssen Ricky zuschauen. Da ist er. Hat sehr, sehr schlechten Loot. Die Scar ist gut. Dann hat er noch so eine aufladbare SMG und eine Tag. Gefällt mir gar nicht. Diesmal hat er nicht so eine gute Runde. Hol dir jetzt den Sieg mit nach Hause. Und er hat die Havoc. Oh. Nein! Nein! Oh mein Gott. Er ist so low. Er ist sowas von low, Leute. Aber er wird nicht gepusht. Er hat sich noch gut gerettet. Oh mein Gott. Hat gerade die Waffe aufgehoben. Oh no. Oh, let's... Travis! Travis! Digga, also jetzt gönne ich es ihm auf jeden Fall. Das war gerade so knapp. Ricky hat schon insgesamt 16 Kills gemacht. Er wird geholt von OG Dogge. Ricky, ist das dein Ernst? OG Dogge holt noch jemanden. Okay, wer ist der andere Spieler? Santi. Santi gegen OG Dogge. Digga, was geht hier ab? OG Dogge holt sich den zweiten Sieg. Nächste Runde entscheidet vielleicht alles. Jetzt bin ich gespannt, ob das die letzte Runde ist. Holt sich OG Dogge den Win? Oder Ricky? Einer von beiden. Kannst mich ruhig killen? Alles easy? OG Dogge hat mich gekillt. Wenn Ricky und OG Dogge im Finale sind. Die letzten... Oh, die fighten gegeneinander. Ricky holt OG Dogge. Und jetzt muss Ricky einfach nur abwarten und den letzten Kill holen. Und er war so respektlos und hat sogar noch einen Emote gemacht. Da ist Elite-Tropfen. Let's go. Also Ricky könnte jetzt einen chilligen machen. Er könnte jetzt richtig chillen und safe spielen. Ob er das macht, weiß ich nicht. Ich glaube, er wird von Queasy geholt. Alter, alle gehen auf Ricky. Alle gehen auf Ricky. Er hat aber 3 Slurp-Fische. Ein Slurp bringt gar nichts. Das macht 10er-Ticks. Oh, er muss sich die Fische gönnen. Er muss sich... Ah, er hat einen Slurp-Intus. Ist wieder in der Zone. Ricky hat sie auf jeden Fall nicht leicht. Wird hier wieder gepusht. Digga, alle gehen auf ihn. Aber jetzt ist er ein bisschen eingeschüchtert, ne? Digga, was geht hier ab? Was geht hier ab? Okay, ist down. Er ist down. Er ist down an der Zone. Er hat zu viel gezittert. Er hat zu viel gezittert. Er hatte 3 Fische. Er hätte sich alle 3 Fische geben können und direkt weiterfighten können. Okay, wen haben wir jetzt hier? Blautropfen und Metin. Beide hatten noch keinen epischen. Und der nächste ist im Rennen. Blautropfen, Leute. Blautropfen wird aufgeschrieben. So, Leute. Ich bin gehypt. Wer killt mich jetzt? Wer killt mich jetzt? Wir gehen einfach hier rein und lassen uns killen. Kill mich, Bro. Oder ja, kill du mich. Queasy hat mich gekillt. Digga, ich hoffe, jetzt entscheidet sich das Ganze. Aber ich befürchte,
Dieses Turnier geht noch so lange, weil die anderen immer gekillt werden. OG Dogge ist noch im Game. Die müssten halt nur... Digga. Die müssten halt nur campen. Ricky ist noch am Start. Hat hier einen Headshot gedrückt. Ja. Oh. Digga, diese Waffe ist so schlecht. Ne? Digga, Ricky. Das ist nicht sein Ernst. Ricky ist draußen. OG Dogge ist noch am Start. OG Dogge ist noch am Start. Wir schauen ihn einfach extra mal nicht zu. Weil sonst ist das Ganze unfair. Sonst pushen die ihn. Ja, Ricky hat halt echt schlechte Waffen gehabt. Sandro lootet hier ganz entspannt die Waffen. Digga, wenn OG Dogge jetzt hier den Sieg holt, gegen den Unreal-Spieler gewinnt, das wäre krank. OG Dogge holt hier Sandro. 5 Spieler noch. OG Dogge muss jetzt einfach nur safe spielen. Ich weiß nicht, was OG Dogge jetzt vorhat. Er wird aber von Queasy gepusht. Blautropfen ist auch noch im Game. Noch 5 Spieler. Luca will einen Heal-Off, glaube ich, machen. Und holt einfach OG Dogge. Was geht hier ab? Dieses Turnier ist so spannend, weil einfach jeder zufällige Waffen bekommt. Elite-Tropfen und Blautropfen. 1 gegen 1. Beide haben nur einen Sieg bis jetzt. Das heißt, einer von denen wird auf jeden Fall noch einen Sieg dazu bekommen. Das heißt, es sind dann 3 Leute mit 2 Siegen. Aber pushen ist, glaube ich, schlauer. Ja, die pushen sich. Und Blautropfen ist im Game. Blautropfen, OG Dogge und Ricky. Einer von denen muss jetzt einen Sieg holen. 3 Leute haben jetzt die Chance, ihren letzten und dritten Sieg zu holen. Und dann bekommen sie ihre V-Bucks. Aber irgendwie will keiner hier den Sieg holen. Blautropfen ist noch drinnen. Genauso wie OG Dogge und Ricky. Alle 3 müssen nur noch einen Win holen. Aber irgendwie holt sich keiner den Win. Weil dieses Boxfight-Turnier einfach sehr, sehr zufällig ist mit den Waffen. Aber ich habe es jetzt im Gefühl, die Runde wird's. Ricky tut hier gerade alles replacen. Das macht er sehr, sehr gut. Hat die aufladbare Pump und ein SMG zum Sprayen. Und da ist Blautropfen. Ein Gegner von ihm, der auch nur noch einen Win holen muss. Die zittern beide, die zittern beide. Oh nein, oh nein. Er wird von Blautropfen sowas von Hops genommen. Oh mein Gott. Und da ist Celine am Sneaken. Celine. Celine, hol Ricky. Celine, hol Ricky. Nein. Ich hätte Celine gegönnt. Schade. Oh nein, Ricky holt OG Dogge. Nein. OG Dogge ist draußen. Da oben ist Blautropfen. Da oben ist Blautropfen am Start. Digga, es ist halt so... Oh, was war das für ein Hit, Digga? Digga, jetzt sind die in der Zone. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Nicht in der Zone bleiben, Leute. Digga, was macht Ricky da? Und 1 gegen 1. Das Turnier ist gleich zu Ende. Blautropfen gegen Ricky. Wer wird sich die V-Bucks holen? Wer wird sich jetzt die V-Bucks holen? Ricky oder Blautropfen? Blautropfen ist richtig low. Weiß nicht, was er machen soll. Und Ricky gewinnt das Turnier und macht direkt einen Emote. Holy moly, war das spannend. Leute, ich habe Ricky gerade eingeladen und ihr könnt sehen, er hat wirklich den Unreal Rank. Holy moly, Ricky, wie war's für dich? Ganz schön, am Ende spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, die hat gut gespielt. Was willst du aus dem Shop, Bro? Oh, jetzt haben wir den Nvidia-Skin, ne? Den Nvidia-Skin, den weiblichen willst du? Instinkt? Richtig. Okay, den bekommst du hier, Freund schenken, Ricky und hier. Viel Spaß damit, Bro. Creator Code Flex, oder? Genau, Creator Code Flex, nicht vergessen, Leute, lasst ein Like da unten, Abo, Kuss geht raus, euer Flex. Ciao.